heutiges Thema. Wir hatten ja vor kurzem ein kulinarisches Thema mit Bukake. Dann hatten wir gestern ein medizinisches Thema mit diesem Ciprofloxacin. Und heute haben wir eine Kombination von beiden. Es geht um das Pickwick-Syndrom. Das Pickwick-Syndrom ist bei fettleibigen Leuten, wenn deren Atemwege durch die Fettleibigkeit verengt werden und es dadurch zur Hypoventilation, also zur eingeschränkten Atmung kommt, dann spricht man vom Pickwick-Syndrom. Das Pickwick-Syndrom wurde ja benannt nach einem Roman von Charles Dickens. Und das ist nicht, weil, es geht ja um Fettleibigkeit, es ist nicht, weil Dick schon im Namen Dickens steckt, sondern weil in dessen Roman die Pickwickier oder The Pickwick Letters, The Pickwick Papers, Entschuldigung, dieser Junge vorkommt, dieser fette Junge Joe Joseph, und über den heißt es zum Beispiel, der ist besonders schläfrig und besonders fettleibig, und über den heißt es damals zum Beispiel, lies mal du das vor, ja? Ja, über diesen Jungen heißt es, der fette Junge erwachte, öffnete die Augen, würgte das ungeheure Stück Taubenpastete hinunter, an dem er gerade gekaut hatte, als ihn der Schlaf übermannt. Ja, also ich finde das eigentlich für diesen Jungen, das ist doch eigentlich ziemlich cool. Stell dir mal vor, weißt, du isst eh sehr gerne und dann pennst du ein, gerade beim Essen, und dann träumst du ja wahrscheinlich auch vom Essen und dabei hast du dann tatsächlich diese Taubenpastete im Mund. Das ist ja, wie lebhaft dann dein Traum wohl werden kann, wie körperlich greifbar, also mit dieser Taubenpastete im Mund. Schau, das ist ja wie wenn du gerade einen feuchten Traum, einen erotischen Traum hast und wachst auf und hast eine Frau im Arm, so wie der halt diese Taubenpastete im Mund hat. Ja, das ist dann aber eher wie wenn du aufwachst mit einer Taubenfrau im Arm. Ja, das ist doch egal, ob die hört oder ob die nicht hört. Du hast ja andere Sachen mit ihr vor, als ihr Geschichten zu erzählen. Ja, wir hoffen, dass unsere Zuhörer nicht taub sind. Oder unsere, naja, zum Glück ist dies auch ein visuelles Medium. Dann kann man sich wenigstens an unsere Physiognomie erfreuen. Dennoch, bis morgen. Ja, tschüss.